Herzlich willkommen zurück zu Still Life 2. Im letzten Part haben wir ziemlich viel gelesen, aber das waren wichtige Dokumente, denn wir haben noch mal ein bisschen was über die Vergangenheit erfahren und über die Mordserie von Los Angeles und Chicago, und wir stecken jetzt noch mittendrin. Genau. Ja, und ich darf schon wieder lesen. Ja, dann have fun, ne? Yes, thank you very much. Zeitungsausschnitt vom 19. März 1956. Dieser Ausschnitt stammt aus dem Besitz von Harrison. Der Artikel aus der LA Tribune, berichtet von der Verhaftung von Harold Perrin, siehe Foto auf der nächsten Seite, der Los Angeles Ripper sein könnte, verantwortlich für 5 Morde, die in den vorhergegangenen Monaten verübt wurden. Die Opfer, ausnahmslos junge Prostituierte, waren fürchterlich verstümmelt worden. Die Verhaftung wurde von Inspektor Michael Harrison vorgenommen. Er hatte Perrin observiert und ihn überrascht, als er eine weitere junge Prostituierte beobachtete. Zu dieser Stunde wird Harold Perrin von Inspektor Harrison verhört, der später eine Pressekonferenz abhalten wird, um die Öffentlichkeit über den Stand der Ermittlungen zu informieren. Gegen Ende des Artikels zieht der Journalist einen Vergleich zum Tod von Elizabeth Ann Short, 9 Jahre zuvor. Die Verbrechen des Los Angeles Ripper, oh meine Güte, das ist furchtbar, Leute, ne? Englisch und Deutsch, das ist wirklich furchtbar. Das hat mir bei Shadowman schon die Zunge gebrochen, ehrlich. Also, die Verbrechen des Los Angeles Ripper gleichen in ihrer Brutalität dem Mord an der schwarzen Dahlia. Gibt es eine Verbindung zwischen diesen beiden Fällen? Das kann die nur der Zeitungsausschnitt sagen, vielleicht. Richtig. Ach, das soll der gewesen sein. Oh. Aber jetzt mal ernsthaft, der sieht dem Richard aber sehr ähnlich und auch dem Wollte Mark Ackerman. Wollte ich gerade sagen, ist das nicht weil, der Richard eigentlich? Nee, aber der Mark Ackerman, der sah ja auch so ähnlich aus. Also stimmt. Jetzt mal einfügen von diesen Bildern, dass ihr mal den Vergleich seht. So, und habt das erkannt? Also die sehen sich doch nun wirklich sehr ähnlich, oder? Ja, ne? Also das könnten Klone sein. Ja, so Brüder oder so, weiß ich nicht, Blutbrüder. Blutsbruder. Cousins, keine Ahnung. Und schon ist Manitou gerade, das ist, au, spinnst du? Du, herrlich. Ich bezweifle, dass zwischen den beiden Fällen eine Verbindung besteht. Noch so ein Hirngespinst einer übereifrigen Journalistin. Naja, gegen Journalisten hast du was, ne? So ein Pech, dass du nachher sehr viel mit einer zu tun haben wirst. Vic. Ungelesene Nachricht auf dem Smartphone. Na, da gucken wir doch mal auf das Smartphone. Was da für Schmarren steht. Von Claire. Am 2. Januar. Ah, das heißt hier, Richard hatte also heute geschrieben, ne? Stimmt, das Passwort. Das darfst du, muss man eigentlich nicht vorlesen. Muss man sich das abschreiben oder gibt die Alte das da? Nee, ich glaube, das kann man dann auswählen, ne? Ich glaube, das speichert sich doch da so irgendwie oder so. Ah, wir werden es sehen. So, das ist nur das Bett. Hier zu denen auf dem Boden sagst du nichts mehr. Dann. Also war es das. Gucken wir mal weiter im Zimmer. Ah, Laptop. Oh, schönes Bild. Ja. Haben will. So, noch eine Akte, die du Gott sei Dank nicht lesen möchtest. Dann das Ladekabel später zum Einstecken mit Sicherheit. Eine Steckdose. Ach ja, eine Steckdose. Eine Steckdose. Ja, sag bloß. Kann man auch was reinstecken. Ja, in das Loch. Ja. Der Akku ist schwach. Ich sollte ihn aufladen. Ah, okay, war doch nicht dafür. So, dann dahin. Transformator mit Kabel. Das nennt man auch ein Aufladegerät oder ein... Ja, ein Aufladegerät. Ladekabel. Ja. Transformator mit Kabel. FBI-Daten, Internetsuche, die wollte doch auch diese Stiftung da eingeben. Stimmt. Geben Sie ein Schlagwort ein. Achso, Labyrinth-Stiftung. Seiten werden geladen. Och, nö. Viel Spaß. Och.
Labyrinth Foundation, eine gemeinnützige Organisation, die dem Schutz und der Förderung der Kunst gewidmet ist. Gründerin Mrs. Beatrice Allen. Das Ziel der Labyrinth Foundation ist es, Kunstwerke zu bewahren und junge Künstler zu fordern. Fördern steht da. Die Stiftung widmet sich einer Reihe von Aktivitäten, der Organisation von Ausstellungen, der Restaurierung alter Gemälde, der Verleihung von Stipendien und der finanziellen Unterstützung, den Kauf von Kunstobjekten zur öffentlichen Ausstellung, der Bereitstellung von rechtlicher Hilfe und Gutachtertätigkeit. Was? Gutachtertätigkeit. Halleluja. Die Labyrinth Foundation wurde 1961 dank einer großzügigen Spende von Herbert Eckerman, Gouverneur von Kalifornien und Kunstliebhaber von Miss Beatrice Allen, ins Leben gerufen. Halleluja! Die Stiftung respektiert die Vertraulichkeit der Künstler und garantiert ihnen die Rechte an ihren Arbeiten, Urheberrecht, Autorenrechte und so weiter. Der Vorstand trifft sich einmal im Monat im Hauptsitz der Stiftung in New York. Falls Sie Fragen haben, füllen Sie bitte die Kontaktinformationen auf der Internetseite aus. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie den Apotheker. Ja, ne? So klang das hier, falls Sie Fragen haben. Möchtest du noch was weiteres eingeben? Herbert Eckerman, ein Kunstliebhaber? Und diese Beatrice Allen? Ich muss mehr über sie herausfinden. Beatrice. Entschuldige, Vic, dass ich dir hier ins Gesicht gelabert habe. Beatrice, wetten, dass das zufälligerweise die Stiftung gegründet hat, die Krankenschwester ist? Ja, ich denke mal Klinik. Schon. Das hört sich so an. Ja, na, weil das wäre ein guter Hinweis. Oh je. Herbert Eckerman. Seiten werden geladen. Ach Gott, das sind wieder mehrere Seiten. Herbert Eckerman, 1879 bis 1958. Herbert Clark Eckerman, in Chicago als Sohn einer wohlhabenden und politisch engagierten Familie geboren, zeigte schon im Kindesalter ausgeprägte Führungsqualitäten. Führungsqualitäten! Das Einzelkind verlor seine Eltern bereits im Alter von 12 Jahren. Daraufhin lebte er bei seinem Onkel in Oregon. Er trat eine Stelle im Unternehmen seines Onkels an und besuchte die Universität von Stanford, um ein Ingenieursstudium zu absolvieren. 1905 heiratete er die Tochter eines Bankiers aus San Francisco. Ein Jahr später wurde sein Sohn Mark geboren. Unglücklicherweise starb seine Frau bei dem Erdbeben, das San Francisco verwüstete. Ich dachte, Entbindung, weil, ne? Ja, 9 Jahre später heiratete er erneut. Seine zweite Frau war eine junge Französin. Oh, oui, oui, mon chéri. Ackerman, der regelmäßig im Ausland tätig war, befand sich beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs in England. Seine Arbeit als Ingenieur gab er Schritt für Schritt zugunsten einer diplomatischen Karriere auf. Mehr als ein Jahrzehnt lang hatte er eine Reihe von diplomatischen Posten inne und nahm seinen Sohn in verschiedene Länder in Europa und Asien mit. Gegen Ende des Jahres 1929 kehrte er in die Vereinigten Staaten zurück und lebte eine Zeit lang in Chicago. 3 Jahre später zog er nach Los Angeles, wo er sich endgültig niederließ. In Kalifornien arbeitete er an seiner politischen Karriere. Im Jahre 1949 wurde er zum Gouverneur von Kalifornien gewählt und 1953 wiedergewählt. Ein Jahr nach dem Ende seiner zweiten Amtszeit starb er in Los Angeles an Krebs. Na, das nenne ich mal eine Geschichte und hier einen Lebenslauf oder eine Lebensablauf, was weiß ich was. Ja, das ist ja echt. Oh. Der hat viel gemacht, der Mann. Ja, auf jeden Fall. Ach, das ist der. Ja, okay, der Mark, der sieht ihm schon wieder sehr ähnlich, aber der sieht schon aus wie so ein Schwerverbrecher. Und ja, ich hatte mir eben zum Lesen den Bildschirm näher rangeholt, weil ich dachte, dann geht's besser. Aber nein, es geht noch schlechter. Also erstmal Bildschirm wieder zurückschieben. Tschüss, Bildschirm. Herbert Eck. Der Eck. Der Eck. Hallo Eck. Ecki. Der hackt alle. Der zerhackt alle. Beatrice Allen. Wollen wir doch mal wissen, ob die Olle da. Ach du Heiliger. Ach du Heiliger. Na dann,
Beatrice Allen, Gründerin und Präsidentin der Labyrinth Foundation, wurde 1912 in San Diego geboren. Ihr Vater war Arzt und ihre Mutter Musikerin. Von ihrer Mutter erbte sie den Geschmack und den Respekt für die schönen Künste, eine Leidenschaft, die sie ihr Leben lang begleiten sollte. Nach einer Ausbildung zur Krankenschwester, aha, arbeitet sie in zahlreichen öffentlichen Krankenhäusern, bevor sie eine Anstellung im Brompton-Institut bekam, einer Privatklinik zur Behandlung von Geisteskrankheiten. Dort blieb sie über 20 Jahre und zeichnete sich durch ihre Professionalität und ihr Mitgefühl für die Patienten aus. Nachdem sie die Assistentin steht da, des leitenden Klinikarztes geworden war, startete sie moderne Therapieprogramme, die künstlerische Tätigkeiten zum Inhalt hatten. 1956 verließ Beatrice Allen die Klinik, um sich ganz der Kunst zu widmen. 1958 wurde sie Haupterbin von Gouverneur Ackermans Besitz. Sie investierte einen großen Teil der Erbschaft in die Künste und gründete ein paar Jahre später die Labyrinth Foundation, welche sie bis zu ihrem Tod leitete. Beatrice Allen hatte einen Sohn, mit dem sie sich nicht besonders gut verstand. Dieser kam im Jahr 1985 bei einem Autounfall ums Leben. Von diesem Zeitpunkt an kümmerte sich Beatrice um ihren Enkel, der in den letzten Jahren ihres Lebens ihre größte Freude war. Beatrice Allen starb im Jahr 2002 in New York. Ihre umfangreiche Kunstsammlung wird von ihrer eigenen Stiftung verwaltet. Ja, das hängt alles irgendwie zusammen, ne? Also Irgendwie schon. Also wahrscheinlich. Krankenschwesterin war es. Krankenschwesterin, Alter. Ja. Guten Tag, wo ist die deutsche Sprache geblieben? Hat Urlaub. Ja, hat wieder mal Urlaub, genau. Ja, gut, Leute, also wenn man sich hier so oft verhaspelt, es ist eine komische Schrift irgendwie, ne? Und Nico Und die sieht das. Kommasetzung. Ja, die Sätze sind teilweise zu kurz und komisch geschrieben, also es ist nicht gut zum Vorlesen geschrieben, muss man ehrlich mal sagen. Oh. Oh, schick, schick. Sehr hübsch. Moscherie. Ist wirklich hübsch. Ach, da möchte sie nichts sagen. Beatrice Allen ist die Frau, die auf einem von Ackermans Gemälden abgebildet ist. Da bin ich sicher. Ich brauche mehr Informationen. Ihr Sohn könnte eine weitere heiße Spur sein. Aber ich brauche seinen vollständigen Namen. Das heißt, die Gute ist also tot, ne? Ja, aber irgendwie ist Vic aber ziemlich doof, ne? Also wenn wir das selbst schon zusammenpuzzeln können, wieso kriegt sie das nicht zusammengepuzzelt? Ja. So, mal wieder ein Schlagwort. Emile Zakovic. Emile Zakovic, ungarischer Maler, geboren 1862, gestorben 1904. Zakovic, ein zurückhaltender Mensch, war in Künstlerkreisen auch als hervorragender Pianist bekannt. Entschuldigung, da war ein kleiner Frosch. Der bleiche und hagere Zakovic erhielt von Franz Liszt den Spitznamen der Pianist mit den weißen Fingern. Als Mitglied der ungarischen Schule der Symbolisten bevorzugte Zakovic düstere Themen. Das Gemälde Der Tod und das junge Mädchen wird als sein bekanntestes Meisterwerk angesehen. Der ist mir schon sympathisch, weil so dunkle Künste und Oh Tod je. finde ich gut. Also das, ja, gefällt mir. Dieser Maler ist seit langer Zeit tot. Der Journalist muss einen falschen Namen verwendet haben. Ach, sag bloß. Ja, stimmt. Der hat ja das den viel später, dass das der viel später gelebt hat, ne? Ja. So, was haben wir da noch zu lesen? Mark Mark Ackermann, das Ackermann. ist bestimmt viel. Also ich bin dafür, dass wir das aufteilen, weil bei mir hier gerade so wenig war. Ja. Das wird einiges sein. Soll ich diese Seite noch komplett lesen? Gucken wir mal die. Ach so, dann teilen wir das so. Dann lese ich bis hier und du dann das, ja? Okay. Okay. Mark Ackermann. Das Ereignis. Eine exklusive Ausstellung in der Galerie. Die Valdez Gallery in Chicago präsentiert der Öffentlichkeit erstmalig die Arbeiten von Mark Ackermann. Mark Ackermann ist ein der Öffentlichkeit nur wenig bekannter amerikanischer Maler. Und doch sind seine Gemälde in jeder Hinsicht bemerkenswert. Die ausschweifenden und verstörenden Arbeiten illustrieren die Komplexität des Verhältnisses zwischen der Kunst und dem Kunstschaffenden. Das auf der nächsten Seite reproduzierte Gemälde trägt den Titel Brücke über aufgewühltes Wasser. Das ist aber auch wieder ein sehr schöner Ja. deutscher Brücke über aufgewühltes Wasser. Es stammt aus dem Jahre 1929.
Na, das ist ja gut. Auszug aus dem Ausstellungskatalog. Die Frau im Vordergrund ist offensichtlich sehr verstört. Sie blickt den Betrachter direkt an, scheint sich aber der Unruhe, die sie umgibt, nicht bewusst zu sein. Der Himmel, in der Regel ein Symbol für Freiheit und Offenheit, ist hier stürmisch und bedrückend und taucht die Landschaft in ein bedrohliches Licht. Die Eckermann-Ausstellung kann bis zum 31. Januar in der Wolders-Galerie besichtigt werden. Ja, wir waren ja schon da mit der lieben Vic. Genau. Brücke überwogenem Wasser. Ja, da heißt es anders. Das klingt besser. Ja, na, dieses aufwühlende Zeug da. Ja. Und das sieht so aus, als wäre da so ein Geister. Ja, da hat der Mörder sich dann wahrscheinlich selbst gemalt. Ja. Ne? Sieht echt schön aus. Und das war ja auch, also wie gesagt, der hat ja wirklich jeden einzelnen Mord nachgestellt. Und das, diese Brücke, die musste man dann ja auch untersuchen in dem ersten Teil. Ja. Und das war ja in Prag. Ja. Ich glaube, da ist aber auch nicht so warm gewesen. Nee. So, das war's jetzt endlich mal mit dem Lesen. Ja, FBI-Datenbanksuche, da könnte noch mehr. Passwort erforderlich. Was war das? Das war das da, ne? Nee, oder? Doch? Zugriff erlaubt. Och nö, ja gut. Also, dieser Part neigt sich jetzt auch schon wieder dem Ende, weil der Wecker hier schon leise vor sich hin bimmelt. Die liebe Beatrice Allen. Müssen wir das nochmal lesen? Wir haben das doch schon fast alles gelesen. Was steht denn da drin? Ja, könnten wir ja schon mal aufmachen. Keine Ergebnisse, führen Sie eine andere. Oh, danke. Harold Perrin, eine Datei entspricht Ihrer Suche. Verdammt! Ja gut, das kann man weglassen. Steht da viel? Wow, das geht. Das lese ich gerade noch schnell und den Rest führen wir uns dann im nächsten Part zu Gemüte. Name Perrin, Vornamen Harold William George, Pseudonym Los Angeles Ripper. Geschlecht männlich, Nationalität amerikanisch. Besondere Merkmale, senkrechte Narbe am Kinn, nervöse Ticks. Geburtsdatum und Ort, 19. September 1929, Phoenix, Arizona. Oh, Arizona. Eistee. Datum und Ursache des Todes, 3. Juni 1956, Selbstmord durch Erhängen. Anklagen, 5 besonders grausam ausgeführte Morde. Kommentar. Da fehlte das E. Perrin erhängte sich weniger als 2 Monate nach seiner Verhaftung in seiner Zelle. Und das Kommentar musste man da jetzt unbedingt noch hinschreiben? Oder den Kommentar? Oder ach, ja, da steht ja auch Kommentare, da ist ja nur eins. Ja, stimmt, dann ja. Ne? Also die Kommentare. Ja. Ach Gott, ich bin immer noch nicht richtig wach. Entschuldigung, Leute, also es ist, Silvester hängt mir noch ganz schön in den Knochen. Es ist so, zu wenig Schlaf, zu viel getrunken, alles.